Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Das Magnificat ist ein Ausschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar entspringt es der Szene, nachdem Maria und Elisabeth sich begegnet haben, beide Frauen mit einer ganz großen Verheißung unterwegs sind. Die beiden begegnen sich und Elisabeth sagt Maria, dass so eben gesegnet ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Und daraufhin singt Maria ihr Magnificat, ihren Lobgesang auf diesen Gott, der das Unbegreifliche an ihr getan hat. Und ich finde das sehr, sehr schön. Wir singen dieses Magnificat am Ende eines jeden Tages in der Vesper, im Abendgebet. Und wir singen es genau deshalb, weil wir wissen, das ist keine Geschichte, die sich vor 2000 Jahren ereignet hat, die irgendwie vorüber wäre, sondern im Bewusstsein, dass Gott an jedem von uns jeden Tag immer wieder Großes wirkt. Und deshalb bete ich das auch so gerne, eben weil ich das einfach so wunderbar finde, uns da immer wieder dran zu erinnern, dass wir genau wie Maria den Auftrag haben, Christus in die Welt zu bringen, dass wir genau wie Maria mit dieser Verheißung unterwegs sein dürfen und uns unserer tiefsten Würde bewusst werden dürfen. Und daher liebe ich dieses Gebet.